Wir haben es eilig, Leute. Ich habe den Timer gestellt. Yes. Im letzten Part sind wir hier weiter nach oben vorangeschritten. Haben hier uns um die ganzen Hengste gekümmert. Nun, ein Süßer oder ein Möchtegern, oh du Süßer, stellt uns sich noch weiter in den Weg. Obwohl man eigentlich jetzt schon sagen kann, hey, du hast ja eigentlich ja keine Chance gegen mich. Na, man kann sagen, ich habe keine Chance gegen dich, ne, wenn es jetzt in Sicht aussieht. Egal. Auf jeden Fall haben wir auch ein paar Pokémon gefangen, ein paar wilde. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass wir das heute abschließen können. Weil, ja, irgendwie, ja. Naja, ich würde auch sagen, wenn der Radar wieder ausschlägt, dann... ich weiß ja nicht so recht. Ob ich mich da wieder heranwagen werde, weil... das haben wir im letzten Part gesehen. Diese Grimasse. Haben wir gut sehen können, dass sich das doch ein bisschen zieht, wenn man dann wirklich jedes Mal dem Radar folgt. Aber naja. Was dem Spiel sagst du, dass die Musik toll ist? Super oder was ganz anderes? Musik. Ja, stimmt ja. Musik ist hier interessant. Habe ich gesagt, ist toll? Ist die Musik toll, super oder was ganz anderes ist? Ach ja, Musik. Habe ich schon irgendwo mal gesagt, dass Musik Musik ist? naja, die Musik ist ja interessant, hier muss man dann sorgen. Jetzt nicht mein absoluter Favorite, da gibt es noch einige andere Spiele, die was Besseres meiner Meinung nach aufweisen kann. Aber der Soundtrack, der hat was hier, ne? Ist das ein Krypto-Pokémon? Was war das jetzt für ein Geräusch? Hab ich schon gewundert. Hoffentlich hängt es sich jetzt nicht auf, ne? Weil mein GameCube hat gerade irgendwelche Geräusche gemacht. Ein Vulpix würde ich sogar fangen, ne? Mal schauen. Einfach mal schauen hier. Gut. Meine Hand. Ach ja, darüber wollte ich reden. Es geht nämlich um dieses blöde Forscherheft. Das werde ich eh in der Wetlock. Oder? Ich glaube schon. Das werde ich dann in der Wetlock thematisieren. Nochmal näher. Oder das spreche ich dort halt an. Da musste ich jetzt letztes Semester eben... Eigentlich ist es ja noch das zweite Semester jetzt im Moment. Auch wenn Ferien sind. Im zweiten Semester hatten wir eben so wissenschaftlich... naturwissenschaftliches Experimentieren hieß das. Und da haben wir viele Experimente gemacht und mussten dann so ein Forscherheft führen. Generell kann man jetzt auch schon sagen, es gibt ja die Methode von die Methode des Führen eines Art Tagebuchs, so ein Lerntagebuch oder sowas, ne? Und ich habe das Gefühl, hier in diesem Studium legt man sehr, 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 sehr großen Wert auf dieses Tagebuch. Dass man halt schreibt, reinschreibt, was man gemacht hat und auch reflektiert, was bedeutet das für mich und sowas. Und das ist schon, das kotzt schon sowas von an, kann ich euch sagen. Also, eine ordentliche Arbeit leisten die jetzt hier nicht, diese Lernmethode sympathisch zu machen für mich, weil das ist einfach nur so zum Kotzen. Meine Mutter hat auch selber gesagt, hat sie auch mal an der Uni probiert, weil sie auch an der Uni mal gelehrt hat, so eine Art Tagebuch führen. Und es ist einfach so, dass es viele Leute gibt, die mögen einfach kein Tagebuch schreiben. Und da wird sich nichts ändern, das ist einfach so. Ich bin auch eher einer, der redet gerne über die Reflexion und schreibt nicht die ganze Zeit nur irgendwas da hier in ein Tagebuch oder sowas. Das finde ich sowas von nervig, dieses Reflektieren in Form von
ein Tagebuch führen oder sowas. Das ist sowas so Und dann eben jetzt in diesem Seminar, in dieser Lehrveranstaltung mit eben den ganzen Versuchen, war halt... Das war auch so merkwürdig. Das war eben die Frau mit ihren unrealistischen Erwartungshaltungen, wo nicht die Stunden, die 25 Stunden eingehalten wurden, so gesehen, was den Arbeitsaufwand betrifft. Und... Mann. Das Seemob so klatsch, klatsch, klatsch. Ah, das hat niedlich ausgesehen. Naja, Gesang setze ich da ein und du wirfst einen Pokéball. Naja, auf jeden Fall war das auch so merkwürdig, weil wir hatten auch in diesem Seminar die Aufgabe, so ein Science Slam zu machen. Das ist einfach ein Thema, so gesehen vortragen. Mit Publikum und das wird bewertet und sowas. Und dieses Thema eben vortragen und auch selber zurecht schreiben, alles drum und dran und organisieren, und das war eine Partnerarbeit und sowas. Und ich habe eben dann mit meiner Partnerin das so ausgemacht, weil wir auch bei anderen Seminaren Partner waren, dass Moment, so. Dass sie, das war in Religion, glaube ich, dass sie da alles macht, beziehungsweise sie hat da alles gemacht, weil sie ein bisschen Stress gehabt hat und wir haben uns da nicht wirklich abgesprochen, also hat sie da in Religion eigentlich alles gemacht. Und da haben wir dann einfach gesagt, jetzt in dem Seminar im wissenschaftlichen Experimentieren und so, da mache ich einfach alles. Und ja, Moment, jetzt können wir das Item einsammeln, gut, gut, gut. Und dort rechts ist auch jemand. Nee, Sensor kann mich jetzt mal. Auf jeden Fall, du kleiner Mistkäfer, auch nur ein Ton und du wirst es bitte bereuen und so. Was? Was geht's? Ah! Okay, wo war ich denn jetzt? Ja, was ich extrem schade gefunden habe, war, dass eben dieser Science Slam, ne, eigentlich höchstens 8 Minuten lang sollte der Vortrag werden, so ein Thema aufzubereiten, vorzubereiten, ne, und auch anschaulich darbieten zu können, das alles vorzubereiten, das war natürlich auch Aufgabe, die man innerhalb von den 25 Stunden erfüllen muss, mit diesem Forscherheft und alles drum und dran. Das ist nicht in die Benotung eingeflossen. Eingeflossen, sagt man das so? Wurde halt mit nicht mit einbezogen, so. Eingeflossen. Aber ja, egal. Und ja, das ist auch... Das war auch Arbeit. Und ich denke mal, unser Vortrag wurde auch sehr, sehr gut. Also, was ich da mir vorbereitet habe. Es ging um das Thema, wie können Flugzeuge fliegen? Und das habe ich sehr, sehr anschaulich auch erklärt, alles drum und dran. Und natürlich dann auch vorgetragen. Zum Beispiel, was die Windströme betrifft, da habe ich zum Beispiel so einen Tennisball hergenommen mit einem Föhn und das ist dann durch die Luft, oder stand, kann man sagen, still durch die Luftströme, dass es durch den Sog eigentlich immer in der Mitte geblieben ist, der Tennisball, und nicht, dass er weggeflogen ist durch den Föhn oder sowas. Das habe ich auch aufgezeigt und auch verständlich erklärt, bevor ich überhaupt erklärt habe mit oder daher gekommen bin mit dem Thema, warum kann so ein Flugzeug überhaupt fliegen, habe ich erst einmal die grundlegenden Thematiken angesprochen, kann man sagen. Wir, aber jetzt ich, weil ich das ja vorbereitet habe, ne? Zum Beispiel Gravitation haben wir erklärt. Natürlich kurz, wie schon gesagt, 8 Minuten haben wir dann auf dem Punkt auch erreicht dann beim Vortragen. Und ja, Gravitation haben wir besprochen. Dann auch noch, was ist denn überhaupt Luft, muss man auch erklären. Dann die Ströme. Und dann, nachdem wir das erklärt haben, dann kam erst die Physik von so einem Flugobjekt, von so einem Flugzeug.
und mit Auftriebskraft, und je schneller es wird und durch die Dynamik des Flügels und durch den Sog, der da ja entsteht und alles drum und dran, letzten Endes fliegt dann das Flugzeug so. Das war natürlich jetzt nicht die Erklärung, wie ich es erklärt habe. Das kann ich jetzt nicht so aus dem Kopf heraus so erklären. Aber auf jeden Fall haben wir das systematisch erklärt alles und auch sehr, sehr anschaulich. Und das ist überhaupt nicht mit eingeflossen, wurde nicht mit einbezogen in die Benotung, weil das war für mich wirklich ein Einser. Vielleicht bin ich da ein bisschen übermütig oder sowas, aber das war ein Einser. Es war einfach so top vorbereitet und ja, weil ich da ein paar Punkte jetzt nicht beachtet habe während dem Tagebuchschreiben. Ich habe da eher so eine Art Anleitung gemacht, was wir gemacht haben und dokumentiert, hat dir das natürlich auch nicht gepasst und hätte mich durchfallen lassen, wenn ich jetzt in den Ferien nicht das nochmal überarbeitet hätte. Und das Blödste war sowieso, ne? Ich bin einer, der gerne auf dem PC alles mal schreibt, in Word oder sowas. Haben wir da noch... Okay. In Word. Einfach, weil es viel strukturierter ist. Denkt euch einfach mal, wenn ihr jetzt alles per Hand schreiben müsst und ihr denkt euch, nee, irgendwie, ich habe einen Fehler gemacht oder ich möchte das anders formulieren, dann musst du das wegstreichen oder irgendwie so. Und das schaut ja grässlich aus dann, wenn man da unten nur wegstreicht und blabliblub. Deswegen möchte ich da gerne mal in Wörter schreiben. Und die Aufgabe war halt auch handschriftlich dieses Tagebuch zu führen. Und da musste ich eben beim ersten Mal halt auch schon 6 Seiten handschriftlich dann schreiben, wo ich auch nicht wirklich den Sinn dahinter verstanden habe, warum ich das machen muss. Sie hat dann später gesagt, weil ich eben zu ihr gegangen bin, zum Gespräch, hat sie gesagt, das kann man ja als Übung ansehen, was ich dann auch irgendwie verstehen kann, ne? Weil als Lehrer, als Grundschullehrer, musst du ja auch eine relativ gute Handschrift haben. Da wäre ja gar nicht so schlecht, wenn du das mal üben würdest, ne? Das verstehe ich schon, aber warum man das jetzt in die Lehrveranstaltung mit einbeziehen muss, das verstehe ich nicht, weil schreibt mal 4 Seiten, 4 volle Seiten voll. Das hat so extrem lang gedauert, nur das handschriftlich hinschreiben. Und was hat die Frau sich da gedacht? Das ist eben mein Problem, die hat überhaupt kein Gespür, was 25 Stunden bedeutet. Das ist nicht so viel, wie es am Anfang klingt. Und schon alleine das nur mit der Hand schreiben hat schon stundenlang gedauert. Das war sowas von, warum? Warum muss man das machen? Und ja, Übung. Aber warum kann uns das nicht überlassen werden, dass wir einfach jetzt in den Ferien einfach üben an unserer Handschrift? Ich kann euch jetzt auch schon sagen, so top motiviert bin ich jetzt nicht mehr, handschriftlich jetzt mal noch was zu üben. Da hat etwas anderes Vorrang. Und ich bin jetzt nicht wirklich so zufrieden, wie ich da geschrieben habe dann. Jetzt mein überarbeitetes Tagebuch. Weil, ja, ich wollte dann nicht nächstes Jahr noch da sitzen an dem Heft. Deswegen habe ich da auch probiert, auch schneller zu schreiben. Dementsprechend wurde es ja auch dann nicht so extrem schön. Aber da kann sie mich mal. Und ich habe auch immer sicherheitshalber dann meine ausgedruckte Form ihr dargeboten. Also von meiner Word-Datei. Für den Fall, dass sie das nicht lesen kann oder so, hat sie keine Ausrede, weil das ist auch in dem Heft drinnen, kann man sagen. Und ja, ich musste es dann eben überarbeiten. Sie wollte halt, da kann ich schon verstehen, warum das eher nicht genügend war, mein Forscherheft, mein erstes. Weil ich habe zum Beispiel jetzt die wissenschaftlichen Erklärungen nicht dabei gehabt und jetzt nicht so extrem genau Hypothese und Forscherfrage gestellt, obwohl gänzlich gefehlt hat das nicht. Reflexion hat natürlich auch irgendwie gefehlt, obwohl ich da auch viele Sätze doch geschrieben habe. Reflektierte Sätze, also zum Beispiel, was war denn so ein Versuch mit Wasser, Seifenlösung
wo man dann mit einem Strohhalm da Blasen machen muss. Und da habe ich halt auch hingeschrieben, das hat sie dann auch erwähnt, als wir das gemacht haben, dass man da aufpassen muss, das sei auch geübt mit den Kindern, weil die könnten das entweder verschlucken oder einfach zu fest pusten oder sowas. Das habe ich ihr auch schon im ersten Heft geschrieben und da hat sie das während dem Gespräch überhaupt nicht erwähnt oder sowas. Das war generell so. Ich wusste nicht wirklich, was die Frau möchte von mir. Ja, sie ist irgendwie, oder generell die ganzen Lehrer oder Lehrerinnen an meinem Studium, die sind alle irgendwie so verblendet. So unreflektiert, ne? Das ist eben der Wahnsinn. Unsagens reflektierter Unterricht muss sein. Und selber reflektieren sie überhaupt nicht. Und ja, das ist eben das Blöde an den Lehrpersonen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann 11 Seiten mein überarbeitetes Heft gehabt. Handschriftlich alles vollgeschrieben wieder. Und das war auch so blöd. Es war auch eigentlich vorgesehen, ein... Ist hier noch jemand? Nee. Es war eigentlich auch vorgesehen, ein... Zitierregeln beachten. Handschriftlich übrigens, ne? Das habe ich mir auch gefragt. Besonders dann so Internetquellen habe ich sie auch gefragt. Soll ich da jetzt ernsthaft so einen langen Link mit Hand schreiben? Und sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Also das ist ein Wahnsinn, warum denkt man über sowas nicht nach? Das war eins von vier Punkten, einer von vier Punkten, die für ein genügend oder für ein bestandenes Heft gilt, so gesehen, ne? Ein Punkt von vier. Und dann gab es auch noch so ein Additum, das heißt, du musst extra Arbeit noch leisten. Da hat sie als Beispiel geschrieben, neue Versuche mit Kindern durchführen, dokumentieren und dann beschreiben. Und 25 Stunden. Ihr führt schriftlich ein Heft. Macht so gesehen einen Science Slam. Irgendwie... Ihr führt einen Science Slam und bereitet das vor. Und ihr müsst, so gesehen, um ein Einser zu bekommen, müsst ihr dann auch noch einen anderen Versuch völlig vorbereiten, mit Kindern durchführen, organisieren und sowas. In 25 Stunden. Hallo, das meine ich eben. Was ist mit der Frau los? Und extra Recherche war auch gefragt für ein Einser. Ne? Generell ist das sowieso so ein beklopptes Herangehen, wenn man wirklich so viel Arbeit, extra Arbeit verrichten muss, nur um ein Einser oder ein Zweier bekommen zu können. Das ist eben so, nein, warum denn? Muss das ernsthaft sein? Das ist eben, naja, aber auf jeden Fall, seht ihr das Grundproblem hier? Wie viel Arbeit die uns aufgegeben hat eigentlich, ne? Wenn man wirklich ein Einser erreichen möchte, das ist weit über 25 Stunden Arbeit. Aber sie hat gesagt, das ist Studenten zumutbar. Auch das mit den Links handschriftlich schreiben, ne? Das ist ein Studenten zumutbar. Naja, auf jeden Fall habe ich ja dann auch 11 Seiten per Hand schreiben müssen, handschriftlich. Und da hat mir dann auch die Hand sowas von geschmerzt. Und ich kann euch, wie schon gesagt, jetzt auch schon sagen, ich habe es nicht wirklich als Übung angesehen, das Handschriftliche. Eher als nervige Teilaufgabe oder Mussaufgabe jetzt hier. Und es hat mir nicht wirklich viel geholfen, was jetzt meine Handschrift betrifft. Da hätte ich viel lieber jetzt in den Ferien selber geübt, schön zu schreiben. So viel wie ich will, nicht mit dem Druck, du musst das jetzt handschriftlich dann abgeben, sonst kriegst du ein Fünfer, die schlechteste Note bei uns, dann fällst du durch und musst das nächstes Jahr noch einmal machen alles. Und das ist eben so... Das meine ich eben mit unreflektiert. Ich habe ihr das auch im Gespräch dann ins Gesicht gesagt, alles. Und da habe ich auch irgendwie das Gefühl bekommen,
weil sie so interessiert war, so zugeneigt. So. Sie ist auch dann mit dem ganzen Körper nach vorne gekommen, als ich ihr dauernd das gesagt habe, meine Kritik ihr näher gebracht habe. Die wollte das dauernd, die wollte das hören. Da denke ich schon, früher, die haben das einfach von den Studenten nie so mitbekommen. Dass sie, also Kritik haben sie von den Studenten nie so ernsthaft bekommen. Einfach, warum, fragt man sich vielleicht, einfach weil die Studenten oder Studentinnen einfach in diesem Studium einfach mal alles hinnehmen, einfach machen. Und ja, dann haben sie halt weniger Arbeit, ne? Weil wenn man, da riskiert man ja auch was, wenn man dann der Lehrperson so etwas dann sagt. Wahrscheinlich sind einfach die meisten Studenten und Studentinnen einfach so, dass die einfach nichts sagen. Internet spinnt. Mit dem Bild fertig. Moment. Dass die einfach nichts sagen. Und einfach alles hinnehmen. Und das ist sicher auch nicht wirklich sehr... sehr, sehr gut für die Zukunft einer Lehrperson, wenn die einfach das so hinnimmt. Und ja, ich würde da schon eher sagen, dass so, wenn jemand das einfach so hinnimmt und ohne jetzt irgendwie jetzt, ja, es ist klug, kann man sagen, ne? Weil dann tut man sich nicht so viel Arbeit an mit dem ganzen Zeugs. Ist geflüchtet. Okay. Da muss man sich damit nicht so beschäftigen. Allerdings glaube ich auch nicht für jetzt die Studenten, die das einfach so hinnehmen, dass das auch von Vorteil ist. Die lernen es dann nicht anders. Die nehmen einfach dann alles so hin und machen nichts dagegen. Auch kann ich mir gut vorstellen, wenn es dann in Klassen, wenn sie dann Lehrer sind, wenn es in Klassen irgendwelche Streits gibt oder irgendwie sowas, dass die dann auch eher hinwegsehen. Anstatt irgendwie was zu kritisieren oder das anzusprechen, wenn sie das nie so gelernt haben. Das ist eben das große Problem, würde ich sagen. Und ja, das wollte ich einfach jetzt hier mal angesprochen haben, jetzt im Detail. Das war so, nervig, kann ich euch auch sagen. Und es hat nicht wirklich viel geholfen, ne? Oh, Michael! Diese Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und waren echt gemein. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber... Ja. Ich habe draußen, glaube ich, irgendwas gehört. Ich würde da jetzt gerne mal nachsehen gehen. Aber der Part ist jetzt eigentlich... Ja, da mache ich jetzt den Part zu Ende. Und im nächsten Part werden wir das Ganze endlich mal abgeschlossen haben, ne? So, das... Deine Hand ist halb tot, kann ich verstehen. Und dankeschön, dass du dir so viel Arbeit hier machst. Hier einfach so einen süßen Jawohl zu zeichnen wahrscheinlich. Das Bild schauen wir uns im nächsten Part auch an. Ich mache jetzt Schluss, schaue mal draußen, was los ist. Vielleicht war das ja nur ein... Das war beim Janma. Habe ich irgendwie was gehört? Vielleicht war das der Schrei von Janma. Aber ich möchte jetzt einfach mal rausgehen und schauen. Naja, Leute, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns wieder. Macht's gut und tschüss.